Der Privatvermieter wünscht sich auch nachvollziehbar für seine vielleicht einzige teuer ersparte Immobilie unbedingt den gut situierten Mieter. Deshalb blockt dieser alle Bewerber ab, die nicht in seine Vorstellung passen. Sodass diese Telefonate oft sehr schnell mit einer direkten, nicht unselten sogar schon beleidigenden Absage enden. Hier hört man auch schon mal wehtuende Beleidigungen und Aussagen wie: Hartz-IV-Empfänger kommen hier nicht rein. Haustiere haben hier nichts verloren. Was ist aber, wenn ich dem Vermieter vor dem Ablehnen etwas sagen kann, was ihn interessiert? Kann ich loslegen? Okay. Ich lege jetzt los und gebe mein Bestes, das für euch in den letzten Jahren gereifte Wissen informativ und spannend aufzubereiten. Klickt jetzt auf den Link über oder unter diesem Video und holt euch mehr Informationen. Ich bin sicher, ihr werdet davon profitieren und viele spannende Informationen erhalten. Jeder hat es verdient, eine vernünftige und schöne Wohnung zu finden. Macht das Beste draus. Thank you.